Mal gucken, ich guck mal, ob ich ein paar absäbeln kann hier. Und tschüss. Wir sollen erstmal. Die ist schon mal weg. Gar nicht so schnell gesehen, wie die hier ankamen. Na, stirb doch. So. Zurück, 88. Da. Kampfroboter. Base habe ich. Ah, das ist aber noch ein Bunker. Noch besser. Wie geil ist das denn? Komm, dann nehmen wir uns den doch, ja. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Imperium Galactic Survival in der Alpha 12 Experimental noch. Ich hoffe, die Stelbe kommt nicht so schnell raus. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zuallererst möchte ich erstmal etwas loswerden, gleich am Anfang. Euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass ich immer sehr viel Werbung auf meine Videos hatte. Das hatte YouTube eingestellt, das hatte ich nicht eingestellt. Also da waren manchmal, wie viele Werbeblöcke auf einem Video. Das tut mir leid, das war keine Absicht, das habe ich jetzt geändert. Jetzt wird Werbung immer am Anfang des Videos kommen und direkt am Ende. Normalerweise dürftet ihr mitten im Video jetzt keine Werbung mehr sehen. Wer einen Adblocker hat, hat das sowieso nicht mitbekommen. Das blocken die ja weg, die Adblocker. Schön wäre es natürlich, wenn ihr die Werbung gucken würdet, weil das ist Support für mich. Ja, dadurch verdiene ich mittlerweile auch ein paar Cent, sage ich mal, dazu. Kann ich mir ein bisschen was dazu verdienen. Weil immerhin habe ich hier 2.500 € in meinen Kanal schon mittlerweile gesteckt, für besseren Ton, bessere Bildqualität und. Einen besseren PC, damit ihr auch immer High-Quality-Videos habt und so weiter in 2K. 4K nehme ich zurzeit nicht mehr auf. Wenn das mal gewünscht wird, einfach mal rein in die Kommentare schreiben. Und wenn es genügend Leute sind, mache ich auch gerne 4K-Videos für euch. Nichtsdestotrotz brauche ich immer wieder neuen Stuff, ich brauche immer wieder neues Equip, zum Beispiel eine Webcam. Manche fanden das ja gut mit meiner Webcam, müsste ich mir aber erst eine kaufen, dafür nehme ich halt die YouTube-Einnahmen und das sind bei meiner kleinen Pipi-Größe natürlich sind das nur Centbeträge, ne? Und ja, da muss ich lange sparen für, aber ja, da müsstet ihr halt die Werbung für gucken. Aber damit es nicht so super kompliziert ist, habe ich sie jetzt rausgenommen aus dem Video direkt und sie vorne ran gemacht und hinten ran gemacht ans Video. Wie gesagt, das tut mir leid, was das angeht. Was mir noch leid tut, dass mein Aufreger oder mein Rage im letzten Video, da bin ich ziemlich auf Palme gegangen. Das hat mich übelst getriggert alles und normal, wie gesagt, sollte man das natürlich nicht machen. Wer mich schon länger schaut, weiß, dass ich über solche Sachen immer rede. Ich verheimliche sowas nicht. Mir ist das vollkommen egal. Ist ja alles verseucht, ey. Warum ist das hier so radioaktiv verseucht? Immer noch? 4,6 zeigt er. Hä? Ja, nee, das ist nichts. Wenn das hier so verseucht ist, Leute. Hier, Jetpack aus. Ach ja. Ich hab gerade erst angefangen. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit nicht gespielt. Jetzt. Oh, nee, dann gehen wir wieder rein. Okay, mir wurden auf jeden Fall jetzt Sachen auch schon erklärt mit dem Rad und sowas. Die große Null mit dem R, das ist das, was momentan ist. Das obere ist, ich glaube, schon wieder vergessen, was, wenn ich draußen bin oder wie was, außerhalb des Schiffs. Was war das? Und das untere ist in meinem Körper. Aber dann habe ich ja jetzt 4,6 Rad in meinem Körper, nur weil ich einmal kurz draußen war. Nee, dann ist das vielleicht andersrum, oder? Das obere, die oberen zwei Nullen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir suchen uns einen anderen Platz. Schade. Ich habe keinen Bock, in so einem verseuchten Gebiet hier zu campieren. Suchen wir uns mal irgendwas anderes raus hier. Es muss ja noch irgendwie eine andere schöne Stelle geben. Oder wollen wir mal da hinten gucken gehen? Aber ich will ja auch nicht ein Polaris Gebiet bauen. Hier ist Polaris Gebiet.
Ah, hier ist noch. Ja, aber das ist auch ein polares Gebiet. Ich bin ja schon im Inland eigentlich, ne? Sollte mal nach links fliegen vielleicht. Oh, warte mal, machen wir so. So. Ja, noch ein Stückchen. So. Dann gucken wir mal hier. Sind da noch ein paar Bäumchen. Na, hier ist ja alles Schnee und wurde mir halt auch der Tipp gegeben, ich soll noch lieber im Inland irgendwie was machen, damit ich meine Nüsschen und alles finde. Aber ja. Auch das Inland ist auch nicht der Hit. Das Geile, was hier ist, hier gibt es natürlich auch wie im Sumpf Golems. Also das ist ein fetter Berg. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, heißt das schon. Ach man, ich bin so durch den Wind in letzter Zeit. Ich bin ja so schon immer durch den Wind, aber dies in letzter Zeit bin ich aber richtig durch den Wind. Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr mit dabei seid. Vielen Dank trotzdem für die tolle Unterstützung unter meinem letzten Video. Das finde ich echt super von euch, dass ihr da mich verstehen konntet auch ein bisschen, auch wenn ich mich da habe zu verleiten lassen, mich darüber aufzuregen, über gewisse Leute. Wir haben jetzt schon mal bei uns eine Basis. Ja. Pirates-Gebiet neutral. Ah, gelb ist Pirate. Das ist ja cool, ich bin neutral. Piraten. Hallo! Felsic ist da! Wo seid ihr denn alle? Piraten? Ich will mal wissen, wie die aussehen. Oder sind das so stinknormale Aliens? Haben die Entwickler da irgendwas mit zugemacht? Ah, das ist ein Turm. Ne, ist ein Wreckage. Ah. Das ist ein Wreckage, da ist auch ein Kanonenturm drauf. Wo sind denn... Ach, das gehört dazu. Ach, das ist denen ihre Base oder was? Oh, was ist da denn? Das ist alles rot hier. Hä? Wieso ist das rot? Ausrichten wieder. Da ist Pinkes. Oh, da. Oh, Plasma-Drohne, große Minigun-Drohne. Zwei, was? Ah, okay, ich bin in Ceres-Gebiet. Muss man natürlich aufpassen. Minigun-Drohne, hier sind ganz schön viele. Und die haben jede Menge Ressourcen da hinten. Guckt euch das mal an. Boah, guck mal, was die Ressourcen haben hier. Eisen, Prometium. Kupfer, Prometium, Kupfer, Eisen, okay, ist nichts von Welt. Warte mal, da hinten ist noch einer, ne? Eisen, Kobalt. Was sind das hier? Level 1 irgendwas, Level 2 irgendwas. Hm, mal gucken, ich guck mal, ob ich ein paar absäbeln kann hier. Was schießt die Kanonen eigentlich? Weiß gar nicht mehr. Oh ja, da steht eine Base. Lass mal gucken. Warte mal, Leute. Aha. Oh, gut, dass ich geguckt habe. Schild war gar nicht an. Na, ich bin heute ein bisschen zittrig. Tschüss. Eine Plasma-Drohne. Hier, wie weit ist das jetzt? Gewinnt 200 Meter ungefähr. Aber die Türme sind nicht ohne, ne? Naja. Ein bisschen banger bin ich ja trotzdem. Wir sollen erstmal... Ist schon mal weg. Gar nicht so schnell gesehen, wie die hier ankamen. Zack. Ist weg. Oh, hier ziehen sie schon drauf. Oh, da auch.
zieht ihn ja auch mehr drauf. Das Nachladen. Rechts ist ja das Schild, ne? Links Munition unten auf der Leiste. Der hellblaue Streifen ist Schild, ne? Darf hier nicht durcheinander kommen. So, da wir uns mal an die Geschütze mal ein bisschen. Also nur Kanontürme, oder? Trefft die kaum. Mein Gott, jetzt habe ich einen. Geh zurück, 28. Geht doch. Da haben wir noch. Ach, mehr ist genug. Ein Turm ist schon mal weg. Dann nehmen wir uns doch gleich die Base hier ein, wa? Hoho. Wir haben noch ein paar Kerne. Und tschüss. Schild sieht gut aus. Dann gehen wir wieder runter. Man stirbt auch. So. Gut zurück, 88. Na, wo ist noch der Truppentransporter? Und tschüss. 80%. Geil, ich muss meinen nächsten ab. Meine Güte. Ups, Entschuldigung, bin das Mikro gekommen. 90%. Sollen wir da nochmal drauf? Also genau die richtige Basis für Feljack. Na komm. Ja, das sind, Geschütze, die hier ballern. Die machen ja einen großen Schaden. Ja, der ist sehr schwammig, ne? Auch tot. Blöden Köter hier. So. Da oben. Ne, da, ne? Weg da, na, wollte ihre Dachschüsse, wollte ich jetzt nicht killen. Da sind noch Geschütze. Wiedersehen. Da stehen die Dinger. Die haben die auf die Ecke gestellt an den Türmen. Alter, ist das schwammig. Genau anvisieren hier. Naja, die tun nicht viel, ne? Die tun dir nicht viel. Dann ist mehr oder weniger harmlos. Da unten ist ein Plasma-Heini. So, den wollte ich noch. Hab ich nämlich gesehen hier. So, der Plasma-Gun-Heini ist auch weg. Auf, auf den Loot scheiße ich jetzt mal hier, ne? Der da unten rumliegt. Ich meine bei den Tiffys da. Und der ist weg. Auch weg. Ja, wo sind eure Truppentransporter? Haben wir vorhin schon gewarnt und bla. Oh, ich treffe die doch nicht. Das ist so fimmelig. Warum ist das so fimmelig? So. Jetzt schon mal ein bisschen was ausradiert. So, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier landen können. Und den Kern finden und platt machen.
Oh, da. Kampfroboter. Oh, hier. Oh, nun stirb doch. Das gibt's doch gar nicht. Meine Güte. Erstmal richtig rufen an hier, wa? Da kommt eine Minigun-Drohne. Da ist noch eine Base. Schild 78. Oh, die schießt schon die Raketenwerfer. Was war das? Oh, hier der Truppentransporter. So, ich hoffe, er ist kaputt, bevor die rauskamen. Wir sind nicht mal ausgestiegen, ne? Ja, hier geht richtig Luzi ab. Aber wir müssen unser Gebiet ja freikämpfen hier. Anders geht's nicht. Da läuft schon wieder einer rum. Aus, Mann. Sehen nämlich nichts. Oh, die Spawner markieren, wa? Jetzt haut er ab. Er ist weg. Krieg ich den noch nicht? Schild sieht noch gut aus, oder? Jetzt haut er ab. Hier schießt auch die ganze Zeit einer auf mich. Mal zurückziehen. Bisschen. Da sind noch ein paar, ne? Wir müssen mal die Spawner noch suchen. Also bei so einer Base kann das sein, dass der Kern draußen ist, ne? Das hatte ich, glaube ich, in meiner anderen Staffel. Da standen die Kerne auch draußen. Ein bisschen versteckt irgendwo. Ah. Was soll das hier eigentlich sein? Ein Knast oder was? Da ist er. Hab dich. Hab dich, mein Freund. Spannend, spannend hier. Oh, da spawnt schon wieder einer. Wo ist denn der gespawnt? Hier ist doch gar kein Spawnpunkt. Da ist schon wieder. Guck mal an, wie viele jetzt spawnen. Scharfschütze sei schon. Schaufland-Tiffy. Oh, jetzt kommen sie aber hier. So. Wo ist denn der Heini jetzt? So, der ist weg. Da hat der Kern vielleicht runter. Nee, ne? Ist noch. Hier schießt schon wieder einer da. Und dann spannend hier. Okay, ich weiß nicht. Ich muss. Ich kenne die Basis nicht. Ich weiß nicht, wo der Kern hier ist. Keinen blassen Schimmer, Leute.
Okay, wir werden jetzt mal landen, würde ich sagen. Oder was meint ihr? Aber wir landen nicht auf der Landeplattform, weil die können uns dann von was ich wo ballern. Und die Heinis lassen wir da mal. Ausrichten. Mal umdrehen ein bisschen, so, oh, nicht so weit. Und runter mit dir. Shit. Ja, jetzt können wir wieder nicht, weil hier so ein Turmtransporter wieder ist. Oder warte mal, gehen einmal kurz raus, bis der hier ist. Mein Gott, wieso ist denn alles verseucht? Bin ich verseucht oder? Wann denn da? Nicht. Das ist ein Spawner? Jetzt wisst ihr, wo der Kern steht, ne? Wäre ich schlauer. Was ist denn das hier? Hallo. Ist ein Schiff. Nicht wegen den Typen, sondern der Turmtransporter müsste gleich auftauchen. Habe ich keinen Bock drauf, dass der mir mein Schiff zu Klump schießt. Naja, der sowieso nicht. Aber die Truppen, ne? Eine Missile Base ist das. Das ist super schwammig. Guck mal, wir sind friendly bei den Pirates. Oh. Die C-Rex mag nie einer, ne? Komisch. Nicht mal die Piraten mögen die. Da kommt er. Oh, eine Drohne. Irgendwo. Hab ihn gerade gesehen. Ne, Turmtransporter, da ist er. Ich soll ja nicht rumtanzen in der Luft. Oh, da ist ja noch eine Base. Ah, hier war ich doch auch schon mal. Die Base habe ich... Ah, das ist ein Abaddon-Bunker. Noch besser. Wie geil ist das denn? Komm, dann nehmen wir uns den doch, ey. Oh, warte mal, der Turmtransporter haut ab. Wo willst du denn hin, mein Freund der Sonne? Geil, wir haben aber noch einen Bunker gefunden. Das heißt, wir kriegen dann auch die, Wo ist denn der gewesen? Da hinten, ne? Sehr geil. So einen habe ich mir auch in der letzten Staffel, hatte ich mir da auch so einen Bunker genommen. Nehmen wir uns doch wieder so einen Bunker hier. Sehr, sehr geil. Müssen wir den zwar eskalieren. Aber das macht ja nichts. Das schaffen wir ja. V, nee, nicht V, also. Ausrichten. Bisschen rüber. So, sehr schön. Oh ja, vielen Dank für die Muni. So, dann haben wir auch nicht das Problem mit den Sirax. Ja gut, ich weiß jetzt in der anderen Base nicht, wo der Kern war. Ja, wir müssen jetzt den Kern hier finden. Haha, das wird richtig lustig, Leute. Das wird richtig lustig. Oh, habe ich hier Muni verballert. 4813 Schuss noch. Alter, habe ich Muni verknallt. Junge.
Da haben wir aber richtig Muni verballert gerade. Ja, genau. Ach ja, und mein Portable Constructor, Wasser, O2 und so weiter, habe ich alles da drin gehabt. Habe ich nicht gerafft, habe ich wirklich nicht gerafft, ne, dass die hier drin waren. Dann brauchen wir ja keinen Basisstarter-Kern mehr. Uns jetzt das Ding hier reinziehen. Und das Ding. Machen wir es hier rein. Sprit auch, nehmen wir auch nicht mit. Muss aber einen Kern mitnehmen. Der bleibt auch hier. Das zählt auch. 324 Schuss auf der Schrotflinte noch. Aber wir müssen. Ach ne, wir müssen einmal das Schiff hier runter. Das Schiff einmal hier wegnehmen. Alt war das. Ich habe mir ja schon mal, wie gesagt, zum Bunker gebaut. Könnt ihr, wie gesagt, in meiner vorherigen Staffel könnt ihr euch das angucken. Da habe ich mir auch schon mal denselben Bunker hierher gerichtet. War ich sehr happy mit. Das Ding ist natürlich extrem groß, ne? Und ist extrem verwinkelt. Aber wir kennen uns ja ein bisschen aus jetzt hier. Ja, gut, wäre natürlich ein schwerer Schutzanzug oder sowas. Mann, bleib auf. Das ist alles verseucht, ne? Und wir sind im Ziax-Imperium. Oh ja. Eine Insel. Eine Insel. So, ich kann ja mich noch gar nicht durchschlagen hier, ne? Ja, dann müssen wir erst clearen jetzt. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo die Geschütze waren. Bin heute mega hebelig. Da kommen sie. Eins. Nummer eins von 10.000. Hat mir aber einen gegeben. Oh, von da auch. Nein! Alter. Oh, hat er mir eingegeben, Hat er mir eingegeben? Ja, ich habe nur einen leichten Anzug an. Oh, mit einem Schuss, ja. Lieber Maddy, falls du das gucken solltest, ein Schuss auf normal. Auch auf hart würde ich ihn mit einem Schuss killen, weil ich ihn genau an seinem Körper dann und ich habe eine fette Schrotflinte. Ne? Man sieht das hier schön. Wo steht es? Wo steht es? Schein 100. Aus nächster Nähe, tödlich. Jemand zu looten. Schild. Oh ja. Schön, wie jede Menge Booster.
Okay, der braucht so zwei Schuss. Anmachen, ne? Für Viecher. Spawner? Ne, das war ein Triggerpunkt oder so. Da, das wäre ein Spawner, aber das ist kein Spawner gewesen. Da ist ja kein Spawner. Hintere Wände wahrscheinlich. So. Oh. Halt. Nein, was mache ich? Nein. Was habe ich jetzt gemacht? Leute. Hä? Hier geht ja nicht gegen Hautparasit? Infizierte Wunde. Ach ja. Okay, das war. Das war nicht gut jetzt. MN Wi-Fi. Check is back mini. Mal schnell einen Kühlschrank. Kommt jetzt keiner. Nein! Oh, das meine ich. Zu viel Kisten. Können wir erstmal uns reinballern? Nein, die hatten wir. Giftbeleben mit Vergiftung, Magenverstimmung. Giftbiss, da, auch hier. Haben wir. Oh, ich habe keine Verbände mehr. Oh, verarschen. Habe ich noch Nüsse hier? Nee, ne? Ernsthaft jetzt? Ich habe jetzt keinen Verband. Ja, Hautverbrennung, erfrierende große offene Wunde. Halt. Ach ja, den Tipp habe ich mal von einem meiner Zuschauer gekriegt, dass man hier schön auch in einer feindlichen Basis auf die Container am Schiff zugreifen kann. Können wir nämlich auch den Stuff hier rüberpacken. Wir machen erstmal so ein paar Stockwerke frei hier. Oh, was ist das? Mittlerer Schutzanzug. Oh ja. Oh ja. Den kann ich jetzt gut gebrauchen. Mittlerer Schutzanzug. Es ist spannend, 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 meine Lieben. Spannend, spannend. Ich will am liebsten gar nicht aufhören, aber ich muss. Wird sonst zu lang mit den Folgen immer. Like und Abo, wenn es euch gefallen hat. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir machen weiter in der nächsten Folge. In dem Sinn sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!